Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute könnt ihr mir wieder bei diesen Karten ITCs zusehen und das sind wieder 6 Stück geworden. Und ja, ich finde sie total heiß. Wieder aus Resten auch geklebt und diesmal habe ich auch noch eine andere Technik zur Farbe aufbringen verwendet. Das werdet ihr aber im Video alles sehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ja, und über einen Daumen hoch, ein Abo und oder einen netten Kommentar von euch freue ich mich wie immer sehr. Und jetzt geht's los. Hier seht ihr von Patex so Fugen, Spachtel oder wie ich sagen soll. Und die habe ich schon so lange daheim. Ihr seht, es ist neu. Und hier habe ich mir die 6 ATCs schon ausgestanzt und zusammengeklebt wieder. Und ich dachte mir, da könnte man doch Farbe auflegen. Gedacht, gemacht. Ich habe es einfach ausprobiert. Und das macht richtig, richtig Spaß. Man braucht wirklich nicht, ja, nicht auf nichts sehen, sondern einfach nach Gefühl die Farbe draufspachteln letztendlich. Und mit diesem Werkzeug ist es wunderbar zu machen. Genau, so die kleinen Flächen auch. Also das finde ich schon sehr toll. Könnte man mit einer Spachtel oder mit irgendwelchen Karten auch machen. Aber das hat sich da so angeboten. Außerdem hat es noch so Ecken und so Sachen. Also da werde ich noch mehr machen. Und einfach ausprobieren, was so geht, was man damit machen kann. Und ihr seht, das ist wieder die Farbe von Action. Da habe ich ja noch was da, die werde ich auch erstmal verarbeiten und vermalen. Und ja, die lege ich da auf. So. Dieses Rot ist auch toll. Das ist das helle Rot und ihr seht, ich lege auf und nehme dann auch wieder was weg. Ja, wie es mir eben wieder mal einfällt. Und genau, das ist das Schöne. So, etwas Weiß noch mit drauf, wieder zum Aufhellen. Das war mir dann doch zu dunkel. Mit dem Rot, das war dann schon sehr viel. Und jetzt kommt ein Türkis-Blauton. Also ich habe da zwei, das Türkis draufgelegt und das Blau noch daneben. Und das ergibt auch ganz tolle Effekte. Finde ich einfach schön. Ja. Und jetzt geht es schon darum, das aufzukleben. Also die Zeit vorher, die ich gebraucht habe, um das auszusuchen und mir klar zu werden, was ich denn möchte, habe ich jetzt nicht mitgefilmt. Das wäre dann zu viel zu lang geworden. Ich habe mir da schon viele Gedanken gemacht und habe ausprobiert und hin und her probiert. Und ja, und das sind lauter Abschnitte, das sind lauter Reste, die ich einfach habe und gehabt habe. Und auch aus den Resten schneide ich mir dann noch was raus, das mir eben gefällt oder das mir passend erscheint. Und ihr seht, die, mit den Kugeln, das ist auch so ein Rest gewesen von Drucke wieder, von Geldrucke. Und ihr wisst, ich mache ja viele Geldrucke, wenn ich wieder was brauche. Und die Reste nehme ich eben dann auch für das wieder her. Ja, da kann man ganz, ganz tolle Kleinigkeiten draus zaubern. Und es macht unheimlich Spaß. Auch wenn ich Farbreste habe, ich habe eigentlich immer Papier nebendran liegen und wenn ich Farbreste habe, die schmeiße ich nicht weg oder lasse eintrocknen, sondern die male ich dann auf ein Blatt Papier. Und auch diese Sachen kann man dann wunderbar für so Collagen verwenden. Und alles Runde ist einfach nur toll. Wie immer. Ja, ich liebe das Runde, das wisst ihr ja. Den Kleber habe ich in dieser Flasche drin.
Ich habe mir den Mod Podge etwas verdünnt und die Flasche, die hat ja so einen, ja, ist ja so fein, kann man so fein damit kleben und die finde ich richtig gut. Also die habe ich eigentlich da oft in Gebrauch. Früher habe ich das mit dem Pinsel gemacht und ja, da war, glaube ich, mehr Kleber an meinen Fingern als sonst irgendwo. Ja, und mit der Flasche passt es eigentlich sehr gut. Also das mag ich gern. So. Und ihr seht, man braucht eigentlich nicht viel. Wenn man da zu viel drauf macht, dann ist es auch nicht mehr das Richtige, weil man sollte vom Hintergrund noch was sehen und auch die Sachen sollen, die ich draufklebe, eben zur Geltung kommen. Und wenn man da zu viel drauf hat, ja, dann ist es immer grenzwertig, meiner Meinung nach. Ist das, was ich jetzt hier mache, schon sehr viel. Ihr werdet es auch noch zum Schluss sehen. Bleibt bis zum Schluss dran, weil ganz hinten kommen die Detailansichten. Da könnt ihr dann noch viele, viele Sachen noch richtig sehen. Seht ihr hier dieses Blatt? Ich habe mir gedacht, mit dem Lila da unten, da könnte man noch was brauchen. Und richtig gedacht. Ja. Seht ihr das? Macht sich sehr gut, finde ich. Ja, ich probiere hin und her, kleb, zerschneide, kleb wieder. Und ich finde eben den Mod Podge am besten zum Kleben, das hält einfach. Ich mache dann auch den überschüssigen Kleber, wie ihr schon oft gesehen habt, jetzt mit einem Stück Küchenpapier weg und dann ist es gut. Zuerst dachte ich mir, naja, super, da hast du jetzt einen Stiel, also muss da unten auch noch irgendwo, muss ja der stehen. Oder was machst du jetzt da draus? Und ich habe überlegt und hin und her. Und ihr seht, ich habe das jetzt da so auch gelassen, damit ihr das seht, dass das eben ja nicht so einfach war. Das war nicht das Richtige. Dann drumherum war das Richtige nicht. Ihr seht, es wäre auch alles zu viel geworden da drauf. Das passt nicht und das passt nicht. Und das passt nicht. Ja. Probiert aus, probiert euch aus, probiert das Material aus. Einfach hinhalten und sehen, ob das passt, ob das für euch gut, sich gut anfühlt. Es muss sich für euch stimmig anfühlen und einfach, ja, dass ihr das Gefühl habt, das passt. Also ich habe hier doch eine ganze Zeit gebraucht und ihr seht, ich stanze mir jetzt da noch mal ein paar Kreise aus. Und ja. Ihr könnt natürlich auch mit der Big Shot noch verschiedene Blüten oder sonstiges ausstanzen. Das ist wirklich euch überlassen. Eurer Fantasie sind da absolut keine Grenzen gesetzt. Wenn ihr ein Papier habt, das euch so gefällt und ihr sagt, boah, da muss eine Blüte raus, dann macht ihr das ganz einfach. Ich mache es nicht anders. Und ich mache so lange weiter, bis mein Bauchgefühl sagt, ja, das passt, nicht mehr, es reicht. So lange mache ich einfach weiter und dann ist es auch gut. Und es muss nicht gerade sein, gar nichts. Manchmal ist es viel schöner, wenn es schief und krumm und ja, weiß nicht wie ist. Das sieht oft viel, viel schöner aus als das Akkurate. Das hat dann so einen Charme, dass man mit dem Akkuraten eigentlich nicht hinbekommt. Und wenn man das auch so plant, so durchgeplante Bilder sind toll, absolut, handwerklich, klasse, gar kein Thema. Aber für mich ist
steht einfach der Spaß im Vordergrund, die Freude dran. Und genau das ist das Spontane dann letztendlich. Und so halte ich das. Wenn es mir Spaß macht, mache ich weiter. Wenn es mir keinen Spaß macht, höre ich auf und mache an einem anderen Tag weiter, wenn ich wieder Freude dran habe oder wenn ich wieder mehr Zeit habe. Zeit ist auch immer so ein Ding. Also momentan ist bei mir ja nicht so viel Zeit für das Kreative, weil ich ja einen Enkel habe und da fahre ich jedes zweite Wochenende nach Augsburg, das ganze Wochenende. Und da geht schon etwas an Zeit ja, drauf. Ich arbeite dann auch viel vor mit den Videos und ja, nichtsdestotrotz muss es einfach Spaß machen. Und deswegen hab ich diese Karten gemacht, weil mir die einfach momentan so eine Freude bereiten. Einfach nur toll. Ja, die Zeit, die man hat, die sollte man für schöne Sachen nutzen. Die sollte man dafür nutzen, dass man sich selber eine Freude macht. Und wenn es jemand anderen gefällt und euch gefällt, dann ja, dann freue ich mich total wie eine Schneekönigin. Ja. Und diese Karten, das bin ich. Das Bunte, das Knackige, das nochmal drüber malen, das nochmal verzieren. Es gibt da immer so magische Momente. Und diese Momente kommen dann, wenn ich mit den Stiften nochmal das Ganze überarbeite. Und auf einmal beginnt das ganze Bild zu leben. Und ihr seht, was ich da alles an Reste habe. Seht ihr das? Alles Mögliche. Du, das wird jetzt wieder alles fein säuberlich in meine Kiste reingetan. Das brauche ich später wieder. Also irgendwann wieder. Die kommt dann wieder in meinen Schrank. So. Und dann geht es los mit dem Ausarbeiten. Und das ist auch so eine Sache. Das erste war eine Sache von 20 Minuten, wo ich dran gearbeitet habe. Und das hat so Spaß gemacht. Da kann man nicht mehr aufhören. Das ist wie eine Sucht kann es werden. Aber das ist eine schöne Sucht. Das ist genau das Richtige. Und ihr seht, ich umrande es erstmal mit dem schwarzen wasserfesten Feinliner von Staedtler. Und dann arbeite ich das noch mit den Unibol Signo aus. Und das sind dann so die magischen Momente. Herrlich. Ich wünsche euch, dass ihr das auch genauso empfindet, wie ich das empfinde, weil es so eine Bereicherung ist und es macht einfach nur Freude. Ich dachte mir, so den Hintergrund muss ich auch noch so irgendwie mit einbeziehen und habe mir dann die eher blauen, ja, Bereiche dann mit dem wasserfesten Feinliner nochmal so abgegrenzt. Und siehe da, irre, dann kam eben das Gelb und das Rot wieder viel mehr zur Geltung. Ist doch gigantisch, oder? Dieses Kärtchen könnt ihr leider nicht ganz so gut beobachten. Da bin ich da oben so etwas außer dem Bild. Leider. Aber die anderen sind um das besser gefilmt. Ich glaube, da könnt ihr das besser sehen. Seht ihr, jetzt ist das natürlich. Ja, ist eben. Ich habe hier wieder so eine Plotterplatte und ich habe sie leider nicht ganz so sauber gemacht und dann klebt es nicht ganz so gut. Ihr könnt die immer wieder sauber machen. Ich mache das mit Babytuch sauber und gehe dann nochmal kurz, damit es eben wieder trocken wird, mit dem Küchenpapier drüber und dann klebt es wieder richtig gut. Also, wenn ihr das Gezupfe nicht haben wollt,
dann macht es so, macht es nach jeder Karte sauber und dann passt es. So. Hier seht ihr, da klebt es nicht mehr so gut. Nochmal drauf drücken. Naja, beim nächsten Mal mache ich es wieder anders. Da wird es richtig sauber gemacht. Das nervt nämlich dann doch. Hier habe ich einfach einen großen Kreis ausgeschnitten, also ausgestanzt. Der war schon ausgestanzt und dann habe ich noch einen kleinen Kreis aus dem großen Kreis rausgestanzt und habe den einfach dann da unten hingeklebt und nur so eine kleine Ecke von einem anderen Papier wieder mit draufgeklebt und eben dann wieder die blauen Bereiche etwas abgegrenzt. Gigantisch, was das ausmacht, gell? Und ich habe gar nicht gemerkt, dass die Hand immer dazwischen ist. Ja. Naja, jetzt überlege ich, wie weitermachen, wie möchte ich das denn haben? Und dann habe ich mich für so eine Art Blume entschieden. Und Kreise, aber diesmal nicht den ganzen Kreis ausgefüllt. Das hat nämlich auch was, finde ich, wenn man da nur einen Teil ausfüllt damit. Das ist etwas lockerer, als wenn es ganz ausgefüllt wäre, finde ich. Schön, oder? Hat was. Jetzt wieder mit den Uniball Signum. Highlights setzen und dem Ganzen Leben einhauchen. Also momentan habe ich einen, der ist richtig gut. Noch etwas Gold mit dazu. Das macht sich immer gut. Das hebt das Ganze noch mal etwas an. Verfeinert das Ganze noch mal. Einige Punkte umrandet, die anderen nur noch einen goldenen Punkt innen reingelegt. Hier ein paar Pünktchen, dort ein paar Pünktchen, eine kleine Umrandung. Und das gefällt mir auch sehr, wenn ich da nur so kleine Punkte mache, weil das sieht man kaum und trotzdem unterstützt es das Bild enorm, weil man das erst auf den zweiten Blick sieht. Noch etwas mit dem schwarzen Uniball Signum, aber bitte erst drauf machen, wenn das alles wirklich sehr gut trocken ist. So, dann noch ein Punkt weiß in die Kugeln rein. Fertig. Ja, das nächste. Und ich lasse euch jetzt einfach mal in Ruhe zusehen. Sind ja noch ein paar. Und schalte mich dann wieder dazu. Viel Spaß.
So, und jetzt diese Blume. Ja, die anderen Karten waren relativ einfach zu bemalen, finde ich. Da habe ich mich etwas schwerer getan. Aber ich habe mir gedacht, nee, Kopf ausschalten. Nicht wieder zum Denken anfangen, sondern wirklich Kopf ausschalten und einfach machen. Das wird. Und es ist geworden. Man braucht natürlich etwas Übung da drin, den Kopf auszuschalten. Aber je öfter man das übt, je schneller das geht und je leichter man sich dann tut. Also probiert es mal aus. Ich bin sicher, ihr könnt es auch. Klar, es ist immer wieder mal, dass sich so der Gedanke einschleicht, ach, was machst du denn da? Aber das ist normal. Das sehe ich dann zu, dass ich den Gedanken gleich wieder weiterziehen lasse. Und mache einfach weiter. Und bis jetzt ist noch immer alles irgendwie geworden. Auch wenn es mir vielleicht nicht selber nicht ganz so gefallen hat, aber das macht ja nichts. Das ist halt dann so. Auch das muss man annehmen können. Und da ist es auch wiederum eine gute Übung. Wie so vieles im Leben, das man annehmen muss, ob man will oder nicht, da wird man oft nicht gefragt, sondern es kommt, wie es kommt, und man muss mit manchen umgehen lernen, das sehr schmerzhaft ist, und ja, aber auch daran wächst man. Ich sage das nicht, weil das sind keine leeren Worte. Ich habe das selbst oft genug erfahren. Und deswegen möchte ich euch Mut machen, auch durch den Schmerz durchzugehen und den nicht wegzuschieben, sondern durchzugehen. Und dann könnt ihr auch wieder glücklich sein und glücklich werden. Auch wenn es schwierig ist. So manche Situation. Oh, ich kenne das zu Genüge und viele von euch auch. Das weiß ich, und ja, es passiert halt sehr viel. Aber ja, dann habt ihr hier die Möglichkeit zu entspannen und das zu machen, was euch Freude macht, und eure Kunst zu erschaffen. Ja, und einfach im Hier und Jetzt zu sein. Ja, wieder ein paar Punkte noch dazu, zu diesem Bild. Und es fängt zu leben an. Jetzt haucht man dem Ganzen wieder Leben ein. Und das ist so schön, dieser Moment. Ich wünsche euch, dass ihr das auch alle so empfindet und empfinden könnt. Hört mal ganz genau auf euren Bauch und freut euch dran. So, das ist jetzt auch fertig. Ich mache jetzt es wirklich sauber, wie ihr seht, und dann kommen jetzt die Detailansichten. Viel Spaß dabei. Tschüss.